Buchstaben und Aussprache. Nummer 1. Dialog. Guten Tag. Guten Tag, ich heiße Carlos. Hallo Carlos, ich heiße Max. Guten Tag, ich heiße Carlos. Hallo Carlos, ich heiße Max. Woher kommen Sie, Max? Ich komme aus Kanada, und Sie? Woher kommen Sie, Max? Ich komme aus Kanada, und Sie? Ich bin aus Brasilien. Gut, und was machen Sie hier in Deutschland? Ich bin aus Brasilien. Gut, und was machen Sie hier in Deutschland? Ich arbeite hier, ich bin Taxifahrer. Und Sie?
bin Student, aber jetzt lerne ich Deutsch. Ich arbeite hier, ich bin Taxifahrer. Und Sie? Ich bin Student, aber jetzt lerne ich Deutsch. Sie sprechen aber schon gut Deutsch, Max. Dankeschön, Carlos. Sie sprechen aber schon gut Deutsch, Max. Dankeschön, Carlos. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Köln, aber ich lerne Deutsch hier in Bonn. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Köln, aber ich lerne Deutsch hier in Bonn. Okay, und wohin gehen Sie jetzt? Ich gehe zum Supermarkt. Ich muss einkaufen. Okay, und wohin gehen Sie jetzt? Ich gehe zum Supermarkt. Ich muss einkaufen. Dann auf Wiedersehen, Max. Auf Wiedersehen, Carlos. Dann auf Wiedersehen, Max. Auf Wiedersehen, Carlos.
Nummer 2. Das deutsche Alphabet. Achtung, die rot markierten Buchstaben werden nicht wie im Französischen ausgesprochen. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. V. W. X. Y.
Z. Noch einmal. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Nummer 3. Besonderheiten. Ist's it? Weiß. Bäcker. Schön. Übung. S, P, spielen. S, T, studieren. Nummer 4. Vokale. A. Arbeiten. Machen. Ja. E. Essen. Lernen. Katze. I. Ich bin in Berlin.
Oh. Offen. Woher? Noch. Unterricht. Buch. Du. Y. Sympathisch. Handy. Nummer 5. Diphthonge. Ei, Mai. Ei, bleiben. Auch? Oi. Häuser. Oi. Deutsch. I. Diskutieren. Nummer 6. Kombinationen.
A, O, U, plus C, H. Beispiele. Machen. Lachen. Einfach. Kochen. Noch. Hoch. Buch. Suchen. Kuchen. C, H, plus, S. Beispiele. Sechs. Fuchs. Nummer 7. Ausspracheübung. Bitte den folgenden Text vorlesen und dabei besonders auf die Aussprache achten. Am Sonntag.
Heute ist Sonntag. Das Wetter ist schön. Ich habe frei und will nicht nur zu Hause bleiben. Ich möchte gern in die Natur gehen, aber nicht allein. Meine Freunde Karl und Peter wollen auch mitkommen. Wir nehmen mein Auto und fahren zusammen an den See. Das Wasser und die Luft sind herrlich. Wir bleiben etwa 3 Stunden dort. Gegen 17 Uhr fahren wir zurück. Zu Hause sehe ich noch ein bisschen fern und dann nehme ich mein Abendessen. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett, morgen habe ich wieder Arbeit. Dankeschön.